Wenn ich sag Porto, sagen die Knoss, Porto, Porto. Wenn ich sag Porto, sagen die Knoss, Porto. Troja verrebt. Unter dem Namen hat am Mittwochabend im Landesmuseum ein ganz besonderes Experiment stattgefunden. Der bekannte Schweizer Rapper Black Tiger hat in einem Vortrag seine Interpretation vor Ilias, dem neugierigen Publikum, präsentiert. Das Landesmuseum hat mit dem Event ganz neue Wege in die liechtensteinische Museumslandschaft betreten. Ich fand es jetzt sehr toll, weil man sieht ja, wenn man das dann so hintereinander hört, dass eben die heutige Sprache im Hip-Hop sehr nahe dann von den Intuitionen zu den alten Stück der Griechen vor 2800 Jahren ist und dass es immer wieder um diese ewigen Themen geht wie Hass, Liebe, Krieg und vor allem eben die Katastrophen des Kriegs. Und das wurde heute, glaube ich, bestens demonstriert durch diese Aufführung. Der Rapper Black Tiger mit bürgerlichem Namen Urs Bauer gehört schon länger zur Schweizer Rapper-Szene. Schließlich ist es er, der im Schweizer Dialekt angefangen hat zum Rappen. Wie ist denn die Idee entstanden, alte Texte aus der griechischen Mythologie in einen modernen Rap zu integrieren? Ich bin von Thomas Lochmann von der Skulpturenhalle Basel angefragt worden, ob ich mir das vorstellen könnte, die Ilias in Rapform zu bringen, weil er gefunden hat, dass, wenn der Homer heutzutage leben würde, wäre er sicher ein Rapper geworden. Und ich habe gefunden, okay, gut, zuerst mal überlegen. Und dann sind wir zusammengesessen und haben das Ganze angeschaut und dann habe ich angefangen zu schreiben und gemerkt, ja, stimmt eigentlich, es gibt ganz viele Parallelen zum Rap von heute und zur Antike. Also das ist auch früher noch übers Wort weitergebracht worden, also nicht schriftlich, sondern oral hat man es überliefert und es ist auch gesungen worden. Also, er hat auch Rhythmus gehabt. Also es sind ganz viele ähnliche Sachen gewesen. Und es ist auch eher Populärmusik gewesen. Also man hat das für die Leute gemacht und jetzt nicht irgendwie einfach so hoch elitär, hoch geistig. Das ist, denke ich, beim Rap ziemlich ähnlich. Und man kann es auch unterschiedlich benutzen. Also der Homer hat ja jetzt einfach die Geschichte von der Ilias so erzählt, aber es gibt ja noch ganz viele andere Geschichten. Auch der Besucher vom Landesmuseum hat es gut gefallen. Es ist anders gekommen, als ich es erwartet habe. Es war für mich viel, viel ausführlicher, vor allem mit dem Prosa-Text zuvor und nachher der Rap. Ich dachte, das würde nur gerappt. Ich fand das ganz fantastisch. Ich habe das unglaublich cool gefunden. Und zwar darum, weil ich eigentlich weder Rapper noch der Latiner bin. Aber die Kombination von dem habe ich super gefunden, weil es einfach ganz verschiedene Themen angesprochen hat und eine miteinander verbunden. Mit einer Flasche und einem Glas drauf. Ich weiss, du verstehst das auf den ersten Moment nicht. Doch denk mit, dann wirst du am Ende nicht an den Aufbau scheitern und dich bewusst ziehen.